Haben Sie einmal während des Essens bewusst darauf geachtet, wie Sie mit Ihrem Besteck umgehen? Wie halten Sie es überhaupt? Wie ist die richtige Haltung des Bestecks? So ist die richtige Haltung. Das heißt, wir haben den Zeigefinger auf den Griffen bei der Gabel, so ungefähr eine Fingerbreite von der Gabel selbst vorne entfernt am Griff. So haben wir am meisten Druck und können das Besteck gut benutzen. Wenn man ein Stück Fleisch abgeschnitten hat, dann ist es sehr schön, wenn man die Gabel herausdrehen kann. Das sieht etwas eleganter aus und fördert das langsamere Essen. Oft sieht man, dass die Gabel so gehalten wird, das ist der schnellere Weg, aber nicht der korrekte. Und auch das Messer wird nicht wie ein Bleistift gehalten. Wichtig ist, dass das Besteck immer unten bleibt, außer Sie führen es zum Mund. Ansonsten achten Sie mal darauf, wie Sie sich verhalten und wie sich Ihr Umfeld verhält, was man so alles mit dem Besteck machen kann. Man kann zeigen, schau mal dort, man kann sich gemütlich hinsetzen, den Ellbogen auf den Tisch legen, man kann mit dem Besteck erzählen, alles Mögliche sieht man, was aber wirklich nicht sehr stilvoll ist. Wenn Sie erzählen, wenn Sie irgendwas Interessantes haben, dann wird es meistens immer mehr mit dem Besteck und deswegen sollten Sie Ihr Besteck, bevor Sie reden und etwas erzählen, einfach am Teller ablegen. Und zwar dort, wo Platz ist. In der Regel ist das hier oben und dabei ist die Gabelspitzen zeigen nach oben und die Messerschneide zeigt immer zu einem selbst, dass sie nicht wie eine Waffe wirkt. Sind Sie mit Ihrem Gang fertig, möchten aber noch etwas nachhaben, noch etwas mehr essen, dann geben Sie das Signal, das Besteck über Kreuz übereinander zu legen. Dabei liegt das Messer über der Gabel. Das ist auch eine gute Empfehlung, wenn Sie zum Beispiel alleine in einem großen Hotel zum Frühstück sind. Es gibt ein Frühstücksbuffet und Sie möchten das Signal geben, dass Sie nur zum Buffet gegangen sind und sich noch etwas nachholen. Dann legen Sie das Besteck am besten auch über Kreuz, um zu vermeiden, dass der Service den Teller in der Zwischenzeit abräumt und vielleicht haben Sie Glück, der Service kennt sich aus und weiß Bescheid. Sind Sie mit dem Essen fertig, dann ist die korrekte Ablage 20 nach 4. Das Messer liegt oberhalb der Gabel und das ist das Signal, Sie sind fertig. Sehr wichtig ist dieses Signal, auch wenn Sie nicht alles aufgegessen haben. Oft sieht man Gäste, die einfach sich keine Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Besteck tun und die legen dann das Besteck irgendwie so ab und haben noch Essensreste auf dem Tisch, dann passiert es, dass der Service zwei, dreimal am Tisch vorbeigeht, wartet, denkt, wir können noch nicht abräumen, ein Gast hat noch nicht aufgegessen. Deswegen ist es wirklich eine sinnvolle Empfehlung, das Besteck nach dem Essen immer auf 20 nach 4 abzulegen. Genießen Sie Ihr Essen und wenn Sie mehr erfahren möchten, bin ich gerne für Sie da. Alle weiteren Informationen finden Sie auf meiner Internetseite stil-image-erfolg.de. Zum Wohl!